Also, hallo, danke fürs Dasein. Und dass ich ein, zwei hoffentlich spannende Dinge erzählen darf, war nicht so einfach. Also, bis ich es dann geschafft habe, hätte beim letzten Mal schon sein sollen, ist ich aber heute halt nicht ausgegangen. Prinzipiell einmal kurz zu mir. Also, ich bin seit ungefähr 10 Jahren im Vertrieb. Ich mag Vertrieb, ich liebe Vertrieb, deswegen bin ich auch im Vertrieb. Ich war, also habe begonnen bei der News Network, war damals recht spannend, so zwischen 2009, 2010 in einem Printverlag, wo quasi der Print schon noch eine Gelddruckmaschine war, in eine Abteilung in diesem Verlag zu kommen, die sich halt quasi dann um die Online-Auftritte der einzelnen Magazine gekümmert hat. Spannende dabei war halt, wie man quasi als eingesessener Printverlag mit dem Digitalen umgeht. War jetzt nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, kann man so sagen. Nach 3,5 Jahren bin ich dann zu Laola 1 Multimedia GmbH gegangen. War dahingehend wieder spannend, wissen viele nicht. Abseits von dieser Seite Laola 1.at gibt es noch eine Laola 1 TV, hat es gegeben. Die waren in diesem Sportrechte-Business recht stark drinnen. Also bis vor 2 Jahren war der Inhaber der Rechte für Österreich und für Deutschland der spanischen Fußballliga, war Laola, also eine österreichische Firma. Haben viele vielleicht nicht gewusst, viele wussten es. Dann ist aber ein anderes Konsortium gekommen, das nennt sich Perform Media Group. Kennt man vielleicht jetzt so noch nicht, aber DAZN hat man gehört, sieht man, kennt, glaube ich, mittlerweile jeder. Machen halt nichts anderes als kaufen alle Sportrechte gefühlt, die es halt so gibt, zusammen, weil im Hintergrund zwar sehr reiche Menschen stehen, Geld spielt scheinbar wenig Rolle und versuchen halt, wie soll man sagen, ein Netflix für Sport zu machen. Mit 10 Euro, glaube ich, im Monat Angebot, das ist recht fair und man kann auch Spiele jederzeit live, real life, wie auch immer schauen. Und jetzt eben seit März im vorigen Jahr zu Spock. Spock ist vielleicht vielen hoffentlich ein Begriff. Hoffentlich sind auch viele da, die es nutzen. Spock ist, weiß nicht, ob jemand vielleicht weiß, wofür steht Spock? Der Name. Shop in your pocket. Und ist dann immer der, also es ist nichts mit Star Trek oder irgendwie so, der große Aha-Moment, boah, jetzt wo es war. Also, aber immer wenn man was weiß, war es natürlich klar, dass es nur das sein kann. Aber so ist es halt. Und ja, das Spannende, warum habe ich das gemacht? Ein bisschen aus diesem Österreich, wir sind in 6 verschiedenen Märkten in Europa, ist dahingehend spannend, man blickt einmal ein bisschen über den Tellerrand und hat mit Menschen zu tun, die in Deutschland sind, die in UK sind, die in anderen europäischen Ländern sind und habe hier von Wien aus halt den unterschiedlichen Einblick in andere europäische Märkte, die auch komplett anders ticken als wir. Was ich aber heute auch ein bisschen erzählen will, warum? Weil halt dieses mobile Thema mein Daily Business ist. Wie verhält sich Herr und Frau Österreicher im quasi das mobile Österreich, die mobile Handynutzung? Es wird immer mehr, hab da einen, es gibt in Österreich eine Organisation, die nennt sich Mobile Marketing Association. Daher habe ich meine Informationen, also die habe ich mir nicht selber irgendwie aus den Fingern gesagt, nur weil ich jetzt im Mobile bin und so, Mobile ist super und wenn ich jetzt ein Printler wäre, wäre Print super. Nein, so ist es nicht, das ist alles amtlich belegt. Was sieht man hier? Prinzipiell ist einmal zwischen Ostösterreich und Westösterreich die Handynutzung in Stunden pro Tag relativ gleich verteilt. Aber das Erste, was einmal richtig auffällt, ist, wenn man da zum Beispiel schaut, von 2011 weg und zu Info noch, die Studie ist aus 2017, also bezieht sich auf 2017, von 2011 weg bis 2017, wie der prozentuelle Anteil zugenommen hat von Menschen, die das Smartphone nutzen. Wir haben begonnen bei 56%, ist ganz okay, eigentlich auch schon. Aber innerhalb von 6 Jahren auf 94%. Heißt einmal,
es nutzt schon fast jeder Österreicher ein Smartphone. So, wer sind, wenn wir jetzt uns die Nutzer anschauen, wer sind die Österreichs mobile Internetnutzer oder Smartphone-Nutzer? Es gibt, kann man jetzt leider, weil da genau die Wand ist schlecht lesen, gibt damit drei Hauptgruppen. Ich habe die Digital Natives, zweitens sind die Digital Immigrants und das dritte wären die Digital Outsiders. Digital Natives sind born und raised am Smartphone, die können damit umgehen, man muss sich die Jugend anschauen, das ist Spielwiese, sage ich mal. Ich bin dann schon eher eigentlich der Digital Immigrant, bin nicht damit aufgewachsen, aber habe mich in diese Welt, wie halt viele andere auch, hineingelebt, finde sie spannend, habe mich damit arrangiert, also es bringt mir persönlich jetzt mehr Nutzen als Nachteile, darum finde ich spannend. Und die letzte Gruppe wären die Digital Outsiders, sind diejenigen, die haben halt mit dieser Welt, mit Internet, egal ob jetzt stationär oder über Smartphone, nichts am Hut. Warum haben sie nichts damit am Hut? Kann verschiedene Gründe haben. Ein Grund zum Beispiel wäre schlechter Internetzugang. Ich bin irgendwo ganz hinten im Zillertal, es gibt kein Internet, wäre schwer haben, Internet zu nutzen. Zweite wäre eingeschränkten Zugang. Ist oft so, in Zeiten wie diesen, wenn man quasi die Medien so verfolgt, wäre der eingeschränkte Zugang zum Beispiel eine erzieherische Maßnahme. Eltern erlauben den Kindern von mir aus, du darfst zwischen, weiß nicht wann, 3 Stunden am Tag im Internet sein, sonst aber nicht. Ja, so wird in zukünftig wird es ja noch schlimmer werden, wenn man WhatsApp erst ab 16 nutzen darf und wenn, dann nur mit Einverständniserklärung der Eltern. Ein weiterer Grund kann sein, erst zu Schirmland, was der Bauer nicht kennt, ist er nicht. Also es ist für mich neu und alles, was neu ist, ist eigentlich irgendwie schlecht und darum finde ich es einmal blöd. Das kann ein Grund sein. Oder auch, vielleicht jetzt gerade spannend, ein gewisses Misstrauen. Ne? Ich nutze es deswegen nicht, weil ich habe Angst A vor Überwachung oder vor dem Datenklau. Momentan, in den letzten 2 Wochen, man hat es ja eigentlich sehr gut mitverfolgen können. Facebook hat sicher schon mal bessere Zeiten erlebt, der Herr Zuckerberg, und muss sich jetzt halt Fragen stellen, die ihm wahrscheinlich sehr unangenehm sind. Und nicht nur das, die werden halt auch sehr große Auswirkungen haben. Und ein weiteres Thema, speziell jetzt auch für unseren Bereich, aber für uns alle, die wir da sind, wird dann halt sein, die, wie wir eingangs schon gehört haben, die Datenschutzgrundverordnung. Jeder glaubt, Mitte Mai ist es dann soweit. Jeder ist irgendwie vorbereitet, glaubt, den richtigen Weg gefunden zu haben. Wie der richtige Weg ist, weiß niemand. Diejenigen, die es vielleicht eigentlich treffen hätte sollen, nämlich Amazon, Facebook und Google, die machen sie es wie immer recht einfach, die wird es weniger treffen als alle anderen. Dann schauen wir, wie groß der Aufschrei sein wird Anfang Mitte Juni und dann schauen wir, wie die weitere Vorgehensweise sein wird. Was noch spannend ist, weil es vorhin, glaube ich, auch schon einmal Thema war, da sieht man 2015, 2016, 2017 die Betriebssysteme, wie die verteilt sind. Ich glaube, mittlerweile Windows, wenn ich das im nächsten Jahr erzählt hätte, wäre, glaube ich, nichts mehr. Bei Apple 23% 2017, Android ist 65%. Ist es ungefähr ähnlich dem, was jetzt bei dieser Studie rausgekommen ist, ist die Verteilung bei unseren Nutzern. Also ich habe circa, wenn ich jetzt als Beispiel Spock hernehme, habe ich auch ca. 60 bis 65 Android, der Rest ist iPhone. Dann vielleicht noch spannend, 88% von allen diesen Handys, die es heute gibt, sind Vertragshandys, der Rest ist Wertkarte. Dann zur Handynutzung, also mehr so im Querschnitt einmal drüber für Österreich. Prinzipiell kann man bei diesem Thema halt
Romane schreiben, Romane erzählen, schwer in die Tiefe gehen. Es geht aber mal darum, also mir geht es halt mal darum, vielleicht einmal ein bisschen einen Überblick zu geben. Viele, die da im Raum sitzen, werden sich da vielleicht wiederfinden, andere halt nicht. Und so ist es. Was ist da spannend? Die wichtigsten Handyfunktionen, die Herr und Frau Österreicher so im Alltag nutzen. Also der erste davon ist Telefonieren, zweite Fotografieren, das dritte ist Instant Messaging, gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten. Nummer vier wäre das Internet surfen. E-Mail werden mittlerweile auch sehr häufig über Smartphone verschickt. Und nicht zu vergessen, nach wie vor sehr wichtig, auch wenn alles immer mobiler und digitaler wird, aufstehen muss man trotzdem, der Wecker. 93% der Österreicher nutzen auch das Internet am Handy. Bei der nächsten Kernzahl, dass 30,4 installierte Handy-Apps im Jahr 2017, wage ich vielleicht ein bisschen zu bezweifeln. Mittlerweile ist es so, wenn man sich ein neues Handy kauft, einige Apps sind vorinstalliert, dann, so wie es ich aus anderen Studien kenne, nutzt man zwischen 7 bis 12 regelmäßig, oder hat man da, bei Männern ist das halt oft, vielleicht ist der Mediamarkt, dann der Sohn, jeder hat seine Bank-App. 30 finde ich persönlich ein bisschen viel, ich glaube es sind weniger. Warum ist das so? Weil Speicherplatz ist heute halt einmal nun enden wollend, und nachdem wir alle so gut fotografieren können mit dem Handy und Videos machen können und alles andere auch spannend ist, muss dann vielleicht die ein oder andere App darunter leiden. So, was ist passiert? Also wir haben jetzt meiner Meinung nach nicht mehr 2015 gefühlt oder 2016, wo man für alles, was man halt glaubt, eine App braucht. Nein, mittlerweile ist es so, dass sie viele Angebote dann schon aus nicht mehr nur aus App verstehen, sondern eher schon aus Service. Daher gibt es auch immer wieder mehr, viel mehr mobil optimierte Webseiten. Den Vorteil, ich brauche keine App downloaden, brauche keinen Speicher, ich schaue dann nach, wenn ich was brauche. Frauen, Männer, wie man drunter sieht, ich habe leider nicht so einen Pointer. Bei beiden ist 93%, die das Internet am Handy nutzen. Die Top-Seller werden jetzt auch, glaube ich, recht wenig überraschend sein. Bei den Frauen ist es Kleidung, bei den Männern ist es eher die Elektronik. Und von dem Bereich, wo ich jetzt komme, für mich ist natürlich spannend, dass sich durchaus die eine oder andere E-Commerce-App, Gott sei Dank, auch aufs Handy verirrt. Amazon, ja, kennt man, Spock, wie wir gelernt haben, auch schon, und Willhaben eben auch. Jetzt vielleicht einen kurzen Überblick oder ein paar Beispiele, wenn konsumiert wird, was wird konsumiert am Handy. Vielleicht sehr spannend ist einmal die Top 5 Einzelhandels-Apps, die wir heute in Österreich so haben, von der Reihenfolge her. Da führt der Hofer vor Billa, dem Merkur, dem DM und Piper. Wahrscheinlich wenn man sich das Gleiche im nächsten Jahr nochmal anschaut, das wird der Lidl recht stark aufholen, sage ich mal. Bei dem hat sich ja auch sehr viel getan, was das ganze Mobile oder überhaupt diese ganze Online-Thematik betrifft. Falsch. Wenn wir jetzt quasi den Handel uns ein bisschen genauer anschauen, also die Sparte Handel, und wenn's dann halt auch darum geht, was mache ich oder was machen in der Studie die Österreicher und Österreicherinnen, wenn sie im stationären Handel einkaufen. Wie wir schon sehen, 65% nutzen beim Einkauf das Handy, und wie gesagt, die Zahlen
sind nicht von mir, sondern die sind alle amtlich belegt, die Quellen stehen dabei. 36% recherchieren beim Einkauf Preise und Produkte. 24% holen sich Produktinfos. 23% informieren sich über die Aktionen des Geschäfts und 22% benutzen auch eine Einkaufsliste. Also wenn man sich das jetzt anschaut und man sagt, es geht darum, im stationären Handel einkaufen zu gehen, ist es eigentlich schon eine recht große Zahl, was Menschen eigentlich nebenbei am Handy oder welche Infos sie während dem Einkaufsvorgang nebenbei als sie für Informationen über das Smartphone holen. Also das ist nicht nichts, sagen wir mal so. Was dann auch noch spannend ist, was könnten jetzt oder was sind interessante Services während des Einkaufs im Geschäft, die ich, wo wenn ich jetzt ein Biller bin, ein Hofer bin oder ein anderer Einzelhändler, die ja nach wie vor sehr gerne sehen, dass Kunden in den stationären Handel kommen, obwohl sie jetzt alle versuchen, auch Online-Shop anzubieten, auch der Biller, so Amazon hat es ja auch teilweise, sind sie dann schon nach wie vor noch sehr daran interessiert, dass die Kunden direkt in die Geschäfte kommen. Nichtsdestotrotz hat sich da die Art und Weise, wie sich der Kunde dann im stationären Handel, also im Geschäft informieren kann, auch geändert. Mit diesen hier genannten Services. Das heißt, man kann sich die Produktinfos über Strichcode oder ähnliches holen. Das machen 48% von den Menschen, die mit Smartphone dahin gehen. Die Produktinfos über der Code am Regal sind wir bei 45%. Also das ist schon eine recht beachtliche Anzahl, sage ich mal, von wie schon eben vorhin erwähnt, von Dingen, die passieren, während man eigentlich nur ins Geschäft einkaufen geht. Bitte, gerne. Diese 65%, die das Handy im Laden nutzt, ja? Sind das Informationen über Produkte oder halt irgendwelche? Das ist ein Misch. Kurzvideos, Musikvideos? Es ist, es ist nicht nur Dinge, es ist eine sehr hohe Zahl, aber es ist halt auch so formuliert, ich glaube, es geht halt auch schon ein bisschen darum, nachdem die Studie von der Mobile Marketing Association ist, dass da schon eine gute Zahl steht. Und wenn ich halt es sehr allgemein formuliere und sage, nutzen beim Einkauf das Handy, ja, gut mitgedacht. Es wäre schön, wenn es nur ein Produkt, ja, wird schon was anderes, wenn es mal fährt oder ein Anruf oder man ist ja telefoniert, also da ist alles drinnen, aber prinzipiell kann man damit schon arbeiten. Und wenn es dann halt das eher allgemein gehaltene ins Detail geht, dann halt die Services, die es gibt, die man während dem Einkauf halt nutzen kann, da wird es dann schon ein bisschen besser und ein bisschen gezielter, als wird die Aussage, nutzen Handy während Einkauf. Den Strichcode? Dass irgendwer den Strichcode kontrolliert hätte im stationären Handel. Also, das ist ja schon passiert. Da kenne ich schon einige Leute, die das machen. Ja, sind 48%? Nein. Eher nicht. Wenn man die App hat, braucht man nicht. Nein, es ist unterschiedlich. Wie gesagt, manche Zahlen bezweifle ich selbst. Diese hätte ich jetzt nicht bezweifelt, aber wie gesagt, Anregungen, Wünsche, Beschwerden jederzeit willkommen und dafür sind wir ja da, das soll ja nicht nur ihr irgendwie. Nein, das passt ja. Es waren ja sicher mehr dabei als geglaubt, oder? Als geglaubt, die Menschen, die aufgezeigt haben. Es waren, glaube ich, 7 Stück oder was waren dabei, die aufgezeigt haben. Also das ist mehr, als ich dachte. Ich habe nie jemanden gesehen. Ich wüsste auch gar nicht, was ich im Strichcode am Handy mehr lesen kann, als auf dem Etikett.
Ja. Es tut mir leid, das blendet ein bisschen. Ja. Aber ich wurscht. So sieht es aus, mit berechtigten Zweifeln, wie wir sehen, aber nichtsdestotrotz geht die Entwicklung eben dahin, dass halt vieles nicht nur digitaler, sondern auch mobiler wird. Guck mal, wenn wir es heute ja schon gehört haben, die Katzenvideos, kommen wir zu den die Videonutzung am Handy, zu den lustigen Videos. Ich glaube, lustige Kurzvideos schauen sicher wahrscheinlich mehr Menschen als 56%, aber ist halt einmal so, dann Musikvideos, Erklärungsvideos, Kinotrailer und eben halt auch Nachrichten. Also prinzipiell muss man schon sagen, recht spannendes Thema, und jetzt kommen wir wieder zu dem von dieser Sparte, aus der ich halt eigentlich komme, und das ist halt mal Sales. Und da ist vielleicht spannend, wie die Menschen, also in dem Fall die Österreicher und Österreicherinnen, mobile Werbung wahrnehmen. Viele nehmen sie über soziale Netzwerke wahr. Die sozialen Netzwerke, die damit gemeint sind, glaube ich, kennt jeder. Streamingdienste, in dem Fall YouTube, aber es gibt halt auch andere noch. Dann über die Webseiten, Webseite des E-Mail-Anbieters, GMX und Co., wie sie noch alle heißen, da begegnen uns ja Werbung, die müssen ja alle von irgendwas leben. Und App des E-Mail-Anbieters auch noch. Zum Beispiel, was jetzt für mich aus meiner Sicht sehr spannend wäre, wäre da eben die Frage gewesen, okay, wir wissen jetzt da, wo oder über welchen Kanal Menschen mobile Werbung wahrnehmen. Richtig spannend zu wissen wäre ja, wie viel Prozent davon finden sie spannend, lustig, störend, blöd, wie auch immer. Wäre für so eine Studie vielleicht einmal eine sehr, sehr spannende Kennzahl. Warum? Weil eben mit dieser Diskussion, die es halt, gerade eben gibt, eben wieder bezugnehmend auf die Datenschutzgrundverordnung, die kommt, wo dann jeder User, der irgendwas nutzen will, oder quasi die Publisher müssen dann halt von allen Usern, die sie so haben, aktive Zustimmung einholen, ob A oder B interessensbasierte Werbung, ob man die will oder nicht will, und muss funktionieren mit einem Regelschieber. Das heißt, man darf nicht den Ansatzmehl nehmen und vorinstallieren schon ja und damit die Leute schnell weiterklicken, sondern man muss aktiv halt zustimmen oder halt nicht zustimmen. Und dahingehend hätte ich es jetzt sehr spannend gefunden, würde man da eine Zahl haben, wie viele Handynutzer in Österreich die Werbung als störend empfinden oder nicht, oder vielleicht sogar als super empfinden, kann es ja auch geben. Das bringt uns dann eigentlich schon zu der spannenden Frage, wie der Werbekuchen im letzten, oder ich glaube 2016 ist es, wie der in Österreich aussieht, wo die einzelnen Stücke prozentuell beheimatet sind. Man muss sagen, das sind Brutto-Spendings, keine Netto-Spendings, also dann, wenn dem so wäre, wäre schön. Prinzipiell ist es so, dass Österreich ist nach wie vor Printland. Das ist zum Beispiel in England nicht mehr so. Deutschland noch, aber da haben sich die unterschiedlichen Anteile der einzelnen Mediengattungen schon sehr verändert. Hörfunk ist in Österreich nach wie vor auch ein großes Thema, weil wann erreicht man die meisten Menschen, denken sich halt viele, aber wenn es nur wird halt irgendwann nach der ZIP 2 oder vor dem 20.15 Uhr Film sein. Hörfunk, auch Radio ist nach wie vor ganz gut in Österreich. Dann haben wir noch die Außenwerbung. Und dann gibt es so das quasi das Digitale, das jetzt unterteilen kann in den klassischen Online, die Desktop-Werbung oder halt in Mobile-Werbung.
Wenn man das dann in Zahlen ummünzt, dann schaut es so aus, dass die klassische Online-Werbung bei ca. 251 Millionen Euro liegt und der mobile Anteil davon wäre 91 Millionen Euro. Also das ist alles schon sicher nicht schlecht, aber noch ausbaufähig. Es bleibt weiterhin spannend. Wie gesagt, alle, die wir, weiß jetzt nicht, wer von Ihnen und wer nicht, sich in dieser digitalen Welt bewegt, wir werden mit Mitte Mai ein bisschen ins Ungewisse schauen. Wir werden es Ende Mai dann schon wissen, oder 25.05. glaube ich, ist dann das, was das dann für alle Beteiligten heißt. Ich habe Studien oder Berichte in Fachmedien schon gelesen, wo steht, wenn zum Beispiel ich bin ein Internetangebot oder irgendwas anderes, ich habe eine App oder keine Ahnung, und ich habe x User im Monat, wenn ich dann die alle aktiv fragen muss, was sie wollen, was sie nicht wollen, ist es sehr wahrscheinlich, wie gesagt, wieder nicht auf meinem Mist gewachsen, habe ich gelesen, dass von den Usern, die man hatte, 10-12% übrig bleiben. Kann man sich ausrechnen, wenn man knapp 90% seiner User verliert, wie lustig das dann werden kann, wenn es wirklich so eintritt. Wir wissen es alle nicht, aber wie es halt immer so schön heißt, alles wird gut und wir sind mit Juni schlauer. Das war's. Also Fragen, Wünsche, jederzeit. Warst du schon fertig eigentlich? Ja. Nein, der Zwischenapplaus, jetzt geht es zu einer. Jetzt erzählen wir wieder. Immer so unspannend. Es ist schon spannend, aber ich könnte mit der Herstellung und sagen, wir sind super und alle anderen sind nicht super. Und, aber man kann mich gern so fragen, ich stehe Rede und Antwort, aber so. Das. Alle Werbung, ja? Ich habe es akustisch nicht. Wenn du sprichst über digitale Werbung und dass alles um eine digitale Werbung gehen soll, warum macht Spock dann selber Werbung im Fernsehen? Die Frage ist gut und berechtigt, weil es ein Leben und Leben lassen ist. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es alles nur mehr irgendwann digitale Werbung ist. Das stimmt auch nicht und wird so nicht sein. Aber es werden sich Budgets verschieben. Und sie tun es jetzt schon und in anderen Ländern noch viel mehr als in Österreich. Und wir sind halt gegenüber anderen Ländern vielleicht ein, zwei Jahre weiter hinten. Und ja, wir werden sehen, was es bringt. Aber dass sich Budgets verschieben, ist wahrscheinlich amtlich. Bitte. Mobile Nutzung im Sales-Bereich noch immer sehr weit nachging zu der Desktop-Nutzung. Hast du da Erfahrungen, wie das in Österreich, wie da die Relation dazu irgendwie? Die Definition von ja, Sales-Bereich. Genau, wie nutzen die Österreicher prozentuell mehr die mobile Version oder so die Desktop-Version, wenn sie einkaufen am Handy? Wenn sie einkaufen, es kommt immer darauf an, welche Produkte es sind. Zum Beispiel, Beispiel Parship. Wird man nicht zwischendurch, die haben glaube ich irgendwie als Aufnahmetest oder damit die einem gut zuordnen können oder matchen, muss man ein 7-seitiges Psychologenformular ausfüllen. Ergo wird es am Handy, es ist schaffbar, ich werde es aber nicht machen, weil das werden die Leute halt eher daheim dann machen. Genauso ist es, wenn es
Kredite. Oder so. Alle Dinge, die, also von dem, was ich jetzt weiß, oder so, wie es wir mitkriegen, wo du dich mehr informierst und die vielleicht ein bisschen sperriger und größer sind, ist es schon einfach nur der Desktop. Die sind irgendwie zu der Konklusion gekommen, dass es hauptsächlich darum, glaube ich, also viele der Hürden sind nach wie vor natürlich, dass die Seiten noch sehr kompliziert aufgebaut sind, dass du am Handy da an deine Grenzen stoßt und dass das sozusagen das Vertrauen der Käufer nicht unbedingt stärkt. Ja? Oder Käuferinnen. Ja. Ja. Ja, das ist, wie gesagt, es ist schwer, über einen Kamm zu scheren, wenn man sich auf einzelne Sparten ausschaut. Ist ja nicht besser, bei der anderen ist das mehr vorn. Also es ist schwer, wie gesagt, bei uns, ich weiß nur, Dinge, die irgendwie die mehr Information bedarf, wo man halt nicht einfach im Vorbeigehen sagt, kaufe ich, sondern überlege ich, dann ist es oft am Desktop bei uns. Okay. Also wie man es selbst auch macht, ne? Also immer, wenn man irgendwo in der U-Bahn steht und irgendwas, weiß ich nicht, ja, eine eigene Nagellampen sucht bei Wilhelm oder bei Spock, ja, dann macht man es einmal zwischendurch in der U-Bahn und wenn man eine Reise aussucht, eine längere, wenn es nicht gerade eine Wochenendreise ist, dann macht man das über das Tablet, oder? Ne? Das ja. Ist eh klar. Also sicher nicht so einfach nebenbei in der U-Bahn, weil ich jetzt gerade 5 Minuten habe, kaufe ich mir keine Reise. Ne? Man, es gibt vielleicht schon Mädchen, ja, ich bin's nicht. Ein Hotelzimmer oder was, eine Geschäftsreise, buchst bald einmal, ja. Vielleicht da übers Mobile. Ne? Schwer. Na gut, da haben wir wieder das Problem, das haben die Autohändler weniger gern, würden wir es online verkaufen. Kann ich eine Frage zu Bitte. Bob stellen? Ja, gerne. Wenn große Online-Händler, ja, wie Alibaba und Amazon, Brick-and-Mortar-Stores eröffnen, ja, wird es auch bald den realen Spock-Flohmarkt geben? Schwer zu sagen. Also, es gibt Überlegungen dauernd und ständig und es gibt viele Ideen, wie es halt so immer ist, man hat viele Ideen, welche Ideen man dann tatsächlich umsetzt und welche nicht, das wird die Zeit zeigen, aber prinzipiell ist es so und das finde ich ja dieses sehr Spannende eben jetzt für mich, speziell jetzt für Spock gesprochen, man muss halt recht rasch sein mit den Dingen, die man sich überlegt oder für was. Wir sind eine App, wir werden aber jetzt ein Service, weil und machen wir in diese Richtung was oder in jene Richtung was. Genauso kommt da, überlegt man sich irgendwann einmal auch einen Shop zu machen. Wieso nicht? Es ist spannend, Amazon will Walmart werden und Walmart will Amazon werden, eigentlich, wenn es um das geht. Also ja, man weiß nie, Ideen gibt es sehr viele. Wir sind mittlerweile über 160 Menschen aus 33 oder 34 Nationen mittlerweile. Wir sitzen im 22. Bezirk, im TechGate. Und es ist tagtäglich aufs Neue spannend. Die Zeit, also eine Arbeitswoche vergeht viel zu schnell, das glaubt man gar nicht. Und es gibt sehr viele junge Menschen halt mit sehr vielen Ideen, sehr vielen guten Ideen und ja, man wird sehen, stimmt. Also kann ja gar nicht, weil auch wenn ich heute vielleicht was glaube, kann es übermorgen doch wieder nicht so toll sein.